Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Ferubo und ich habe gerade einen Truthahn gejagt, aber der war leider nur gut, nicht perfekt. Makellos sind hier drumherum geballert. Bin ich jetzt mal interessiert, was passiert hier? Geschossen. Ups. Oh, das waren Pops. Zumindest ein Teil. Wenn man mich findet, werden sie ein Ehrfurcht über dich. Besser glauben es. Ich kill ja nur den Räuber und die Cops werden auch direkt böse auf mich. Da habe ich dann eine Falle geschossen, die mir böse waren. Dann macht das Repetiergewehr. Was willst du? Your men are gone. You ain't all that scary locked up in that wagon. Oh, you think you're better than me? You're a killer. Why don't you stop squawking and save me shooting you too? You'd shoot a prisoner in a cage? Hey, you shoot that. All right. Glad to be out of there. Guess we about even. You stay out of Lemoyne. Oh, er ist auf jeden Fall tot. Achso, jetzt habt ihr doch was. Ja, interessant. Diese Ballereien hier. Boah, hat er nicht noch was für uns? Cool. Ist auf jeden Fall gelohnt. So, was haben wir hier? Schon mal nix. Ich wollte mal irgendwo eine Karte sein. Oder? Nutzen trümmern. Da gar nichts. Oder auch gar nichts. Okay. Na toll. Sind scheinbar zu weit weg für uns. Schade. Ups. No. Wieder mal hier was Makelloses. Schauen wir mal. Oh, er schneidet ihn auf. Okay. Yep.
Kein Fell? Okay. Wäre es bei den Vögeln einfach nur, dass du dann an die Menge oder was du halt an Ressourcen kriegst vielleicht? Könnte das sein? Ja, ich weiß nicht. So, was haben wir denn noch so hier? Also eigentlich wollte ich ja noch Valentine zurückreiten, aber wenn ich mir das so angucke hier, würde ich ja schon gerne noch hier ein bisschen erkunden. Hier haben wir auch noch irgendwie was. Ich kann mal hier hingehen. So viele Orte, die wir entdecken können. Ich bin Entdecker freudig, schaffst du ja. Ein Gewehr. Gut, in der Kiste haben wir leider nicht. Kommt mein Zug. Ja. Ja, wir gucken mal, was wir so finden werden. Oder hier haben wir eine Hütte. Hallo? Gibt's hier auch hier Leben? Oh, hier ist jemand tot. Oh. Was hier passiert? Ein Brief. Schau doch mal. Lesen. Annette, ich wollte diesen Brief nicht schreiben. Dachte, ich hätte mich am Steuer klar ausgeregt und wieder ebenso klar. Ich hab dich gern, aber es gibt in meinem Leben keinen Platz mehr für dich. Lass mich und meine Familie in Ruhe. Ah. Selbstmord. Hier scheint. Ja, dann können wir ja hier plündern, wie wir lustig sind. Könnten wir so einen Sattel eigentlich einfach mitnehmen? Ne. Na gut, schade. Oh! Okay, sie hat, bevor sie Selbstmord gegangen hat, hat sie sich gedacht, ich störte die ganze Familie. Holy shit, und hat dann. Alles klar. Gut, kann man ja mal machen, ne? Einfach alles hier niedermähen. Ja, vielleicht mal später was Tolles kriegen. Das ging mir schon nicht tragen. Okay. Geld. Geld nehme ich gerne mit. 11 Dollar, immerhin. So, ne, Schubladen schließen brauchen wir nicht. Auch mit. Oh Mann, was für ein Massaker. Warte, sie hat davon Familie geredet. Heißt es dann auch Kinder? Schmuck. Gott, mit Anhänger. Oh, komm, hier gibt es noch ein Zigarettenbild. Ach, das war eine Ausschau. Sehr schön. Kann man das suchen? Gibt es nicht. Okay. Jetzt haben wir noch einen Schrank hier. Dosengemüse, guck mal hier. Kann Dosengemüse nicht mehr essen. Was? Wir haben zu viel Dosengemüse. Aber, na gut, dann essen wir. Wenn ihr das wollt von mir, dann sehe ich zum Beispiel wieder Pfirsiche. Haben wir eine Pfirsiche? Das war eine Pfirsiche, ja. Da, essen wir. Zack. Ihr habt es nicht anders gewollt. Gut. Na, vielleicht können wir uns den Ort ja merken. Und dann nochmal später wiederkommen und gucken, ob wir da vielleicht noch was mitnehmen können. Ich kann hier vielleicht schon mal Klamotten raus, vielleicht. Macht das Waffenöl. Handschuhe können wir auch nicht nehmen. Kann man gucken, waffentechnisch.
Kann man die auch nochmal ein bisschen pflegen vielleicht? Waffe muss gereinigt werden. Dann reinigen wir sie doch mal. Schön polieren hier. Das Schmuckstück hier. So, hä? Schublade schließen, ist doch Waffenöl da oben noch nicht. Sag ich doch. Hier können wir auch nichts aufmachen. Oh Mann. Ach, jetzt fällt mir auch die Spur auf. Guck mal. Das ist hier die Spur. Nein, sie hat sich wahrscheinlich verteidigt und dann. Hier ist sie drauf gegangen. Holy shit. Hallo? Hilfe! Ah, lauf doch! Aber warum duckst du dich? Ducks ist los! Makellose Ochsen, benutze Scharfschützengewehr. Oder benutzen das. Was ist denn da? Guck, da ist ein Ochse auf mich zugestürmt. Easy there! Naja, easy. Komm her. Und zack. Dann haben wir das perfekte Fell noch mit. Können wir gebrauchen. Schön alles zerlegen hier. Ich brauche mehr Goldwaffen. Ach, das Horn nehmen wir auch noch am Tisch noch mit. Ach ja, das Fell war ja so eins, genau. Na gut, dann schmeißen wir das Fell mal drauf. Zack. So, eigentlich wollte ich ja hier, ne? Na gut, am wenigsten ist noch ein Geheimnis sozusagen aufgedeckt. Sagen wir es mal so. Ein Geheimnis. Tragischer Familienmord. Ist ja sowas nicht mit der Polizei melden könnte. So, okay, okay, wenn man das sowas noch mit der Polizei melden könnte, dann ist man dann noch irgendwie, sag ich mal, eine Belohnung dafür kriegt oder so. Was haben wir denn hier? Noch eine Farm. Take it easy. Okay. Geh ich halt. Ich gehe ja schon. Oh, hier kann ich ja. Und scheinbar holen. Okay, was ist das da? Ist das ein Pferd einfach? Steht hier einfach ein Pferd rum. Na gut, dann würde ich gerne das auch so ein bisschen erkundet hier. Na gut, hier ist ein bisschen dunkel, aber ach, hier ist auch noch ein Hehler. Wie viele Hehler es hier gibt, einfach. Ist ja ultra krass. Na, wir wollen hier hin. Nein, ich will da hin. Wirkt ja auch nicht so weit, muss man sagen, eigentlich. Das haben wir wirklich schon unter 5 Minuten eingeschaffen. So, ja. Wir nehmen das Feld zu unserem Lager. Was ist hier dafür? Was ist denn hier los? Oh, hey, Mister! Ach, der! Come on over. Der ist schon wieder. How you doing today? Hi. Well, you see this here? American Ginseng. Take a feller from not too bad to hardy as buck in no time. Really something. Yep, you don't find this every day. Dose this in your medicine, give it some zip. Believe me. Whatever you're selling, anyway, I ain't gonna use all of this, so feel free to help yourself to whatever's left. You take care now. Oh, thanks. Be well, friend.
Der amerikanische Ginse. Frag mich jetzt, warum er die ganze Zeit irgendwas von Pilzen erzählt hier, aber gut. So. Schau mal, wenn wir den abknallen würden, ob der uns dann nicht mehr begegnen würde. Klar, muss ja rein theoretisch nicht gehen, aber einfach, ob das einfach live ist. Ob es einfach nur Red-NPC ist, der immer wieder auftaucht. Das wird, um das einfach mal rauszufinden, wäre auch mal interessant, sage ich mal. Pferd, warum reitest du so? Das ergibt null Sinn. So, wir sollten mal wieder speichern, habe ich gehört. Ich speichere zu wenig. Finde ich zumindest. Toll, dann 35,6%. Klingt viel. Dafür, dass wir irgendwie für nichts geschafft haben, aber ist noch nicht so viel. Ehrlich gesagt. Bett, wo wir den Kojoten gejagt haben. Jawohl. Was ist das denn? Was Böses? Ja, eine Schlange. Schade, kann ich nicht drüber gehen. Na gut. Na guck mal, Schlangen gibt es ja also auch. Wieder mal. Gibt es eigentlich fast eigentlich alles an Tieren. Zwischen Pferde wollte ich eigentlich auch mal reiten nochmal. Ich würde sagen, das ist nochmal mal so ein Zwischen Gutes aussuchen können, dass wir einfach mal die Karteikarten voll kriegen. Ich habe mich auch schon mal informiert, das beste Pferd findet man im Schnee. So als kleiner Spoiler. Das weiß ich auch schon. Was haben wir hier? Auch eine Bande. Wir brauchen unsere Springfield. So, und dann nehmen wir unsere Shotgun. Hallo? Wie sieht auch den anderen an? Wir hätten alle ihre Lager fertig gehabt. Zumindest ein bisschen verwundert. Gerade, dass sie die überhaupt noch antreffen. Banden. Altriskus, da haben wir auch noch die gefunden. Hm. Interessant. Bandenlager haben wir jetzt alle voll. Das haben wir auch schon letztes Mal gehabt. Wir müssen nur noch ein Versteck finden. Entschuldigung. Irgendwas im Hals gehabt. Uiuiui. Gut, dann looten wir mal freudig. Bessere Waffen haben sie eh nicht für uns, denke ich mal, oder? Ne, Repetiergewehr wieder hier. Der ganze langweilige Müll, den wir nicht brauchen. Mann, Mann, Mann. Oh guck mal, die haben sich hier zusammenkuscheln gelegt. So, komm mal her, mein Junge.
Ja, guck mal, ein goldener Ehering als Ehemänner sogar noch, wie es scheint. Und dann machen die so einen Quatsch. Tja. Was soll ich dazu sagen? Oh, haben sie sich hier noch vorher noch an der Munitionskiste bedient, oder wie? Kokain-Kaugummi können wir nicht nehmen. Schade. Rusttarnung können wir da mitnehmen. Hat er sich auch hier an dem Verband ge... Das wäre ja lustig. Ins Zelt sitzen, schlafen. Können uns tatsächlich schlafen legen. Pomade, haben wir genug, scheinbar. Kentucky brauchen wir nicht. Premium Zigaretten auch nicht. Dosenmüse auch nicht. Kekse auch nicht. Oh. Haben wir gar nichts von uns gehabt hier. Die Discos Boys hier. Boah, ich würde das gerne mal gelingen, dass ich dann das Springfield Glauben mal upgraden. Weil ich das eigentlich ziemlich nice finde. Aber wahrscheinlich sind wir dann eh gleich wieder dran davor, dass wir halt ein neues Gewehr kriegen. Ja, was soll's. Wir nehmen alle Gewehre mit. Was bist du denn? Jetzt kann ich plötzlich springen. Ich glaube, ich muss kein Update für das Spiel. Jetzt habe ich keins gesehen gehabt. Bin ich ja schon so ein bisschen verwundert. Ja, was hast du denn? Du bist ein schlechtes Fell. Hast du keine Angst, mit zu haben. Denn ich kenne nur was, was gut ist für mich. Zu Hause. Goldhauben, Goldhauben. So. So, hallo Leute. Was geht ab? Ah, da unten fährt er nicht ins Lager. Ja, ist ja gut. Hussein, oder Hassan, Hussein, glaube ich. Mann, Mann, stresst mich doch nicht so. So, wir wollen hier hin und wir wollen spenden. Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. Alright. Ja, ich bin einfach alles. Scheiß drauf. Ah, now I could turn this into something special. Ja, kannst du. Ich bin mal gespannt. So, Hörspiel haben wir zweimal. Machen wir mindestens eins, ne, jeweils. Deswegen habe ich davon ein paar mehr geholt. Hier kann man es machen. Ochsenfell. Für unser Versteck sogar. Was bringt uns das? Die Wurmblattfell hergestellt aus Ochsenfell. You deserve it, Mr. Morgan. Okay, wie du das sagst. Okay, wenn wir das machen können, das leuchtet jetzt einfach auf. Das ist natürlich auch sehr gut zu wissen. Aber wir sind anscheinend, können nichts machen. Gut. Ist eigentlich so, dass es für das Hauptbefall, den wir hatten, ist weg. Okay. Ich würde auch gerne mit dem Jungen hier jagen gehen. Vielleicht lernen wir ja was Neues. You stalking me too, Arthur. You getting crazy, Dutch. What you preparing for? The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Oh. Right? Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Sure, sure. Ich war mit, ja, wenn mein Typ sich schon mal bewegen würde. Er ist aber eingeschlafen schon. Okay, my girl. You know, it was before my time, of course, but my mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. Where the bison went, my people went. And they were the center of all life. We couldn't survive without them. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. There was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood, but
I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Ja, wie sonst? Over there. You see them all? Incredible, aren't they? We should only kill one of them. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Töten. Na gut, dass wir unsere Flinte nicht dabei haben. Hallo? Ja, steig auf. Senior Genius. Da ist ein Weibchen. Das hat ein Alter. Ah, noch das Bisonhorn, genau. Zack. So. So I was saying. No, no, one is enough. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted them. Husk, ja. Machen wir Gas mit ihm? No. Look. Bison. Shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. Hm. I say we follow. All right, lead the way. Been dead a couple of days at least. Ja, ich wollte. Kein Untersuchung, nix. Ja, ich darf uns schon mal ein Pferd drauf. Hey, hier. Yep. Komm her. Na, geht doch. Already starting to rock. Yeah, it's been shot, alright. Yep. So, mit Bisonjäger. No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Wer war das, ne? Look, another dead bison. On the hill to the right. Come on. Warum töten? Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. What a damn waste. Mm-hmm. Oh, eine Karte. Ja. Tausend Lachs. Oh, cool. Mm, lecker. Was haben wir hier? Wahrscheinlich Inder. Ja. Na gut. Haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything.
Nein, anders. Wenn man 40 mal bewegen würde. This way. We should have a good view from up here. Ich vertraue dir da, Charles. Okay. You see anything? Arthur, look. Smoke to the north. Could be another camp. Let's go check it out. Dann rein. Sag's dazu, Charles. Bastards. Just killing for fun. Think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Ja, für was haben wir das Bison denn jetzt gebraucht? Hä? Das ist ein bisschen, widersprüchlich. Look, more dead bison. It has to be them. Come on. Wait up. Sehr schön. Ja, mein Pferd ist halt dämlich. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get... What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot me! Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about! God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could. And make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No. Please, don't kill me. I'm better. I've heard enough. Easy kill. Damn right. That's what he deserved. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. That's einfach. Wenn dann hier was Tolles. Ein Kantenbrot, yum. Kautabak. Oh, die Kassette. Geld? No. Pferdewecker. Oh, hier noch eine große Box. Als will er den Wilderer tragen, oh, ernsthaft. Ich schmeiß den Typen runter. Weg. Er ist Müll. Manchmal ist es echt zu knifflig. Was haben wir denn da? Broschüre für vergiftete Wurfmesser. Das war's auch, was wir holen können. Oder liegt auch noch was? Gewehrmunition. Dankeschön. Oh, Waffen, da liegt auch noch. Genau, auch direkt vor meiner Nase. Guck mal eben, so, die Waffe ist eigentlich okay. Die Waffe könnte man theoretisch reinigen. Was ist mit den anderen Waffen, die ich hier habe? Also, die kann ich ja gerade nicht sehen. Dann reinigen wir dich mal. Eine schöne goldene Waffe. Ah, falsche Taste gedrückt. Schön polieren hier. Mein Baby. Yeah. Ah, dann werden wir uns das Waffenöl. So. Noch mehr Bisons tot. Girl. Ja, und deswegen sind die Tiere wohl ausgestorben. Was bist du denn? Ein Waschbär. Schlecht. Er sollte mit dem Wamitgewehr gekillt werden.
Ist hinterher schon wieder auch noch einer. Da liegt sogar. Ach, mein Fell. Stimmt, ich hab mein Fell verloren. Ups. Ganz vergessen. Ich habe noch mein Fell. Aber. Seht ihr mal. Also mein Pferd kippt mich wieder an. Geil. Da steht der Fuhler drauf. Da ganz weit hinten. Ja. Wäre es wie ein Hase, würde ich sagen, oder? Beispiel makellos. Oh. Und ich kann mir den holen. Den kleinen Stinker. Er ist natürlich weitergelaufen. Das? Ich hoffe mal, es war richtig. Ja, kriegen wir unser makelloses Fell. Schauen wir mal. Das war zumindest ein One-Hit. Zack. Und wir haben bekommen eine Waschefelle perfekt. Sehr schön. So, dann kriegen wir den noch an hier. Hallo. Schau dir mal. Oh. Schön hier ein Gewitter. Yep. Dann lassen wir mal lieber nach Hause fahren. Fahren, genau, oder laufen. Auf dass wir nicht nass werden. Fährt er schon wieder dreckig. Oh, das ist auch Goethe. Wir laufen aufs Goethe hinzu. Ups, egal. So, haben wir noch mal was Tolles hier in der Gegend vielleicht? Dass wir gerade Bock haben, ich glaube eigentlich nicht. Gucken wir mal, ob wir noch was im Lager machen können. Mit den neuerungen Fällen. Das sieht schon auch gut aus. Das ist jetzt ein bisschen komisch aus, dass der Berg beleuchtet wird, aber kein Blitz halt geknallt ist so. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Wir werden auch vielleicht noch einen Hirsch töten. Einen perfekten Hirsch hier. Ach egal. Wir gehen ins Lager, müssen wir wegen giftigen Wurfmessern gucken. Sagen. So. Ja, das Glück ist nur schlecht. Dich lasse ich im Leben. So. So. Hallo, ach komm, das soll ein Buch hoch wieder. Alles gut bei euch hier, Leute. Ja. Wir wollen spenden. Das spenden wir. Spenden wir einfach alles, was wir können. So, bitteschön. Können wir was verbessern? Nö. Nope. Auch nix, hier auch leider nix. Da auch nix und hier
Auch nix, wow. Na gut. Thanks, gut, danke schön für nix. Haben wir schon mal das Upgrade bekommen noch? Schauen wir mal. So. Ach guck mal, hier steht wieder Afa. Ach guck mal, ja. Afa. Die Leute bringen hier echt sehr viel Geld mit, nicht? Aber wir haben immer noch alles abgegradet, sehr schön. Wir sind gut dabei. Sehr gut sogar. Ich meine, wir haben jetzt noch $500 in der eigenen Tasche. Und haben hier alles erledigt. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt nächstes Mal dann die Springfield verbessern noch. Da hätte ich Bock drauf. Kann ich dich wecken? Hey, get up. What's going on? Ah, don't worry, it can wait. I'm going back to sleep. Ach man. Ich dachte, vielleicht will jemand was von mir. Ans Lagerfeuer. Wir ruhen uns mal aus. Schön dran setzen hier. So. Herstellen. Wir können Kaffee machen. Starkes Wundertonikum könnten wir machen. Munitionsarten könnten wir machen. Waffen nix, Jagd nix. Alle Anzeigen. Waffen. Was sind denn verbesserten Wurfmessern? Adlerfeder fehlen uns dafür. Und hier fehlen uns die Rezepte. Obwohl, das vergiftete Wurfmesser haben wir doch. Haben wir doch gehabt. Das Rezept hier haben wir doch gehabt. Na gut, dann brauchen wir erstmal Adlerfedern. Ah, na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So, da machen wir es noch gar nicht, wenn wir sehen. Also, haut da rein. Weil ich mir schon gibt's Essen noch. Wo Essen dann gezeigt wird. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Ja, da hängt doch was, oder? Sehe ich das falsch? Da hängt wirklich was. Könnt ihr im Video noch was zu futtern? Ah. Interessant. Nimm dir was, Afa. Los. Ein Eintopf hier. Hm. Gut, damit ist dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. We're broken people now. We're burning now. So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you. I won't never be nothing, ain't that something? I've risen from the bottom, I got them eyes on the prize, and inside I'm damn right I overcame. Y'all know the name, we similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name right now. I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like, I'm all on my own now, but won't ever let you down. Won't let you down, down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Giving it every part of myself on the real, you would think I'd be asthmatic. Allergic to your bullshit, yeah, that's right, I done had it. Real all the time, if you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now, I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the vibe. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. We're burning now.
listen, there's no glory in defeat. We won't fall into the cracks between our streets. We're broken people now. We're broken people.